Tag 12 und heute kommt Teil 2 zum Thema Mikrobiom. Zu Beginn möchte ich mit dir nochmal kurz wiederholen, was wir gestern schon besprochen haben. Wir haben uns darüber unterhalten, was genau das Mikrobiom ist, was deine Mitbewohner im Darm mit deinen Gefühlen zu tun haben und was mit deinem Körper geschieht, wenn eine Fehlbesiedelung in deinem Darm ist und wie dieser löchrige Darm, dieses Leaky Gut-Syndrom sich auf deinen Körper auswirken kann. Nun, in Teil 2 heute möchte ich mit dir darüber reden, was deine Mitbewohner gerne essen und was ihnen schadet. Folgende Lebensmittel finden deine Mitbewohner großartig. Hier kommt in erster Linie mal die fermentierten Lebensmittel. Darunter zählen zum Beispiel Joghurt, naturbelassenes Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kombucha. Folgende Gemüsesorten stoßen auf große Gegenliebe. Alles Kohlgemüse, darunter fällt Brokkoli, Blumenkohl, Weißkohl, Rotkohl, also alles, was in dieser großen Kohlfamilie drinnen ist. Dann das Blattgemüse, da würde der Mangold, Spinat und ähnliches dazu zählen. Dann gibt es Wurzelgemüse, das sehr beliebt ist. Dazu gehört die Schwarzwurzel, Topinambur, Pastinake und auch der Chicorée. Auch mit Apfel, Birne und Beeren kannst du deinem Mikrobiom große Freude bereiten. Ebenso mit Haferflocken. Und da fällt dir jetzt vielleicht schon ein, dass du ja schon seit einer Zeit ein warmes Frühstück isst mit Haferflocken und da sind vielleicht auch Beeren oder gedünstete Äpfel drinnen. Also damit tust du auch deinem Mikrobiom einen großen Gefallen. Weitere Lebensmittel, die deine Mitbewohner großartig finden. Pilze in jeglicher Form sollten möglichst oft auf deinem Speiseplan stehen. Auch die Heilpilze fallen in diese Rubrik. Dann haben wir uns unterhalten über den Essig. Essig hat sehr gute Wirkung auf unser Mikrobiom, wie wir schon gehört haben. Und auch die Mischung aus Essig und Honig, das sogenannte Oxymel, ist ganz wunderbar für deinen Darm. Darüber hinaus liebt dein Mikrobiom die Omega-3-Fettsäuren. Hier zählen zum Beispiel das Leinöl, das Chiaöl und andere hochwertige kaltgepresste Öle dazu und ebenso die Samen. Als Eiweißquelle findet dein Mikrobiom Linsen, Bohnen, Kichererbsen ganz hervorragend. Und zu guter Letzt sind noch zu erwähnen die Lauchgewächse, da gehört der Zwiebel, Lauch und auch der Knoblauch dazu. Auch das kommt sehr gut an bei deinen Darmfreunden. Und nun zu den Bösewichten. Zu den chemischen Schadstoffen gehören das Zigarettenrauchen, der Alkohol, andere Drogen und natürlich gehören dazu auch die Antibiotika. Verstehe mich jetzt nicht falsch, Antibiotika sind wichtig und der sinnvolle Einsatz, der hat schon viele Menschenleben gerettet. Aber oftmals werden Antibiotika eingenommen, obwohl es sich um eine virale Erkrankung handelt, dann sind sie leider total nutzlos, mit dem einzigen Ergebnis, dass sie deine Darmfreunde schwer schädigen. Eine weitere Quelle von Antibiotika, an die wir oft nicht denken, sind die, die wir einnehmen, ohne es zu wissen. In der Tierhaltung werden oft Antibiotika großzügig verteilt, um Infektionen in der Massentierhaltung zu vermeiden. Das heißt, das tierische Fleisch, das wir aufnehmen, ist oftmals durch Antibiotika belastet. Um das zu vermeiden, achte darauf, welches Fleisch du einkaufst, wie es gehalten wurde. Achte deshalb beim Einkauf von Fleisch besonders auf gute Qualität. Kauf dort ein, wo du weißt, wie produziert wurde.
Einer der größten Schädlinge für unser Mikrobiom ist tatsächlich der Stress. Das hängt damit zusammen, dass wenn wir unter Stress sind und unsere Entspannungsphasen nicht einhalten, wir ständig im Sympathikus-Modus sind. Das heißt, unser Parasympathikus, über den wir ja schon gehört haben, unser Vagus, die können nicht arbeiten, wie sie sollen. Es kommen die Stresshormone in einem Übermaß in unseren Körper und das hat auf Dauer Konsequenzen. Und aus diesem Grund ist es nicht nur Lifestyle und egoistisch, für deine Entspannung zu sorgen, sondern es ist ein entscheidender Beitrag für deine Gesundheit. Folgende Lebensmittel sind ebenso kritisch zu betrachten, wenn es um Entzündungen geht. Hierzu zählt der Zucker und das Weißmehl, das besonders fein gemahlene Weißmehl. Sie verhalten sich im Körper beinahe gleich und auch Gluten ist ein Stoff, von dem wir wissen, dass er problematisch sein kann in entzündlichen Prozessen. Heißt das jetzt, dass du nie wieder Zucker essen darfst und nie wieder Weißbrot? Aus meiner Sicht ist das nicht so. Aber wenn du Probleme mit deinem Darm hast oder Entzündungen in deinem Körper gerade vorhanden sind, dann solltest du diese beiden auf jeden Fall für eine Zeit aus deinem Leben verbannen, um deinem Darm die Chance zu geben, diese Schutzschicht wieder aufzubauen. Falls du das Gefühl hast, dass dein Mikrobiom noch mehr Aufmerksamkeit braucht, kann es durchaus sinnvoll sein, dass du probiotische Bakterien einnimmst. Hierfür rate ich dir, dass du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin des Vertrauens sprichst. Gerne kannst du dir auch mit mir einen Termin vereinbaren. Eine gute Nachricht habe ich wieder für dich. Binnen weniger Tage können sich deine Darmbakterien verändern. Das heißt, auch wenn du erst heute mit der Veränderung beginnst, kannst du nächste Woche schon was davon merken. Und ich bin immer ein großer Freund davon, dass man schnell eine Veränderung merkt, denn ich weiß aus meiner Erfahrung als Ärztin, dass jede Veränderung und jeder Erfolg dann dazu führt, dass man motiviert ist, weiterzumachen. Ich fordere dich dazu heraus, 5 Tage lang keinen raffinierten Zucker zu essen. Was heißt das? Du nimmst keinen Zucker im Kaffee, du trinkst keine Säfte, du isst keine Mehlspeisen. Es kann sein, dass du zu Beginn ein bisschen Entzugssymptome hast, vielleicht hast du leichte Kopfschmerzen. Achte darauf, dass du genug trinkst. Aber du wirst sehen, dass bereits nach 2, 3 Tagen, dass du geradezu einen Energieschub hast. Denn was passiert, wenn wir Zucker essen? Kurzfristig sind wir sehr befriedigt, aber nach dem Zuckerkonsum fällt unser Blutzuckerspiegel in den Keller und dann fühlen wir uns müde und schlapp. Und wenn du dir dieses Auf und Ab sparst, dann wirst du sehen, welche Energiereserven du in dir mobilisierst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich auf morgen.